Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Pescado TV. Heute ist der Abschlussabend Chataldo und wie man im Hintergrund schon sieht, sitzen hier ganz viele Schüler aus Deutschland und aus Italien, denn das war ja ein italienischer Schüleraustausch. Und wir gucken mal, was hier so los ist. Ja, ich habe jetzt hier Herrn Haschke vor mir. Und wie finden Sie denn das Projekt? Ja, höchst spannend. Ne? Also es ist ja vielleicht bekannt, dass ich auch sehr gerne ins Ausland fahre und Fahrten mit organisiert habe. Wir haben das, ich glaube, vor 12 Jahren mit Egidio Fiore, dem Herrn Campinotti, der war damals Bürgermeister in Chataldo, haben wir das Ganze angeleiert, weil sich keine andere Schule dazu bereit erklärt hatte, diese Partnerschaft aufzubauen. Und dann hat dankenswerterweise Frau Priesemuth das übernommen und hat das in ihrer Art und mit ihrer Jovialität dann zusammen mit der Lehrerin aus Chataldo, der Cinzia, aufgebaut und sehr nachhaltig. Und da bin ich auch sehr froh darüber. Und was gefällt Ihnen besonders daran? Das ist, ich denke, dass so eine Schüleraustausche immer davon profitieren, dass man mal seine eigene Tür verlässt und in eine andere Familie hineinkommt und dort vielleicht auch eigene Werte nochmal für sich selber reflektieren kann, auch die Familie wertschätzen kann. Ich denke, man wird auch reifer auf so einer Fahrt, lernt sich selber kennen, lernt vielleicht auch seine Grenzen kennen, aber gleichzeitig auch die Möglichkeiten, die vielleicht das Leben dann auch bereitstellt und öffnet so auch vielleicht einen kleinen Horizont, okay, und hilft dabei, was würde ich denn überhaupt später gerne im Leben machen und was mache ich mit meiner Freizeit. Und ich denke, Reisen ist sehr positiv, um sich zu bilden, aber um sich persönlich zu bilden, ja. Da geht es nicht nur um Museumsbesuche, sondern es geht insbesondere um dich selbst. Okay, und wann sind Sie zu dem Projekt dazugekommen? Wie gesagt, ich habe das Ganze damals dankenswerterweise noch mit Herrn Fiore, der damals aus der Stadt auch mitverantwortlich war für sowas, aufgebaut. Und Sandra Priesemuth hat das dann übernommen, weil ich in der Londonfahrt einfach auch involviert bin. Wie ihr wisst, haben wir jetzt auch jetzt im März waren wir mit Herrn Ross und Frau De Hierro in Alpedrete in Spanien und haben dort eine weitere Schulpartnerschaft aufgemacht. Und ja, ich bin da sehr stolz, dass unser Fachbereich sowohl für Französisch, Spanisch und Italienisch lebende Partnerschaften hat und wir in der 11. Klasse nach London fahren können. Und ich weiß um den Zuwachs, den die Kinder dabei erfahren, und ich weiß auch um den Zuwachs, den die Lehrer dabei auch erfahren. Ja, das ist keine einseitige Sache und es ist einfach auch sehr schön zu sehen, wie Schule und Eltern dann zusammenarbeiten, um wirklich hier auch, und das ist keine Schwafelei, zum Wohl des Kindes was zu machen einfach. Und das ist toll zu sehen. Dann danke ich nochmal für das Interview und einen schönen Abend noch. Ja, euch auch. Ja. Tschüss. Tschüss. So, ich habe jetzt hier Frau Priesemuth vor mir. Und warum haben Sie dann das übernommen? Beziehungsweise haben wir ja gerade schon eben von Herrn Haschke gehört, dass Sie das irgendwann übernommen haben. Und warum? Ja, warum? Weil ich gerne reise und als Sprachenlehrer natürlich daran interessiert bin, dass unsere Schüler auch ins Ausland kommen und ihre Sprachkenntnisse anwenden können. Das ist ja mit Italien, Italienisch wäre perfekt, ist es natürlich nicht, aber es ist natürlich Englisch. Und ja, es hat mich einfach interessiert und ich habe das damals mit einer meiner Klassen als Klassenprojekt gemacht. So ist das gekommen. Und Sie haben gerade gesagt, dass es Sie interessiert. Was interessiert Sie denn daran? Ja, also eine Schulpartnerschaft ist natürlich immer interessant, als dass man auch einen Einblick in die Schule im anderen Land bekommt, andere Lehrer kennenlernt, sieht, wie die dort arbeiten, besonders im Sprachbereich. Also Frau Bigazzi unterrichtet Englisch und Deutsch. Und es ist einfach eine tolle Erfahrung, mit Kindern im Ausland eine Woche zu verbringen, eine andere Kultur kennenzulernen. Es ist natürlich sehr authentisch, weil man in Gastfamilien lebt. Und es ist auch eine schöne Gelegenheit, seine Schüler nochmal anders kennenzulernen, weg von Noten und von Klassenraum. Das gefällt mir gut. Und was denken Sie, ist für die Schüler daran so toll? Weil es machen ja auch immer wieder neue Schüler mit.
Ja, warum machen die das mit? Unsere Schule ist ja bekannt dafür, dass sie viele, viele Projekte hat auf vielen Ebenen. Warum singen die Kinder im Chor? Warum fahren sie nach London? Warum fahren sie ins Skilager? Warum machen sie Leichtathletik? Einfach, weil sie vielfältig interessiert sind. Und ich glaube, in ein anderes Land zu fahren und die Menschen dort kennenzulernen und nicht nur im Urlaub im Hotel, sondern wirklich in einer Familie, das, glaube ich, ist für Kinder eine tolle Sache und es scheint ihnen zu gefallen. Gut, dann danke ich nochmal fürs Interview und einen schönen Abend noch. Und ich danke dem Tasca für die nette Bewirtung hier heute Abend. Immer gerne doch. Ja, also ich habe jetzt hier zwei Mädchen aus der 7. vor mir und... Ja, warum habt ihr euch denn das Projekt ausgesucht? Weil es eine Lebenserfahrung ist, in meiner Meinung. Also ich fand es einfach spannend, die neue Sprache zu lernen und Kulturen kennenzulernen. Und habt ihr denn Freundschaften geschlossen oder neue Erfahrungen gesammelt? Ja, also wir haben mit unseren Austauschschülern Freundschaften geschlossen und wir haben die Italiener essen viel, das haben wir mitbekommen. Und wir haben auch die Kultur in Italien kennengelernt und dass es alles etwas später ist da und ja, also die essen später und gehen später schlafen als wir und so, ja. Und wie habt ihr euren Alltag da so erlebt? Also ist das doll anders als hier oder lebt man sich da schnell ein? Ja, also eigentlich lebt man sich da schnell ein. Also ich habe mich da schnell eingelebt und ist aber eigentlich ähnlich. Also es war alles sehr stressig und laut, weil die Italiener sprechen sehr laut und sind immer sehr hektisch, aber irgendwann lebt man sich auch ein. Also ja. Und ich schätze mal, es hat euch gefallen. Gut, dann wünsche ich euch noch, dass ihr weiterhin Kontakt mit ihnen aufhaltet und einen schönen Abend noch. Ich habe hier Frau Bigazzi neben mir. Was gefällt Ihnen denn am Projekt? Also am meisten gefällt es mir den Austausch zwischen den deutschen Schülern und der italienischen Schüler, die Freundschaft, die zwischen diese zwei Gruppen entwickelt. Ich denke, also für Sie ist eine wunderbare Gelegenheit, Schüler aus anderen Ländern, also besonders mit Deutschland, mit Neuropin kennenzulernen. Mit Neuropin haben wir schon eine gute Beziehung. Neuropin ist unsere Partnerstadt seit 1958, glaube ich. So, die Schule gibt auch ihren Beitrag dazu. Und, ja, das finde ich schön. Und wie lange sind Sie schon dabei? Dieses Jahr feiern wir das 10. Jahr. Und gab es einen Moment, den Sie besonders schön fanden oder irgendein Erlebnis in den Jahren? Am Ende des Aufenthalts... Also überlege ich mir, was es Positives und Negatives wir zusammen gemacht haben. Und also finde ich nur positiven Aspekten. Also die Freundschaft, die schönen Sachen, die wir auch hier entdecken, die Kultur, die Traditionen eines anderen Landes, das ist am wichtigsten für mich und auch für meine Schüler. Das klingt schön. Dann noch einen schönen Abend und danke für das Interview. Ich habe hier zwei Mädels aus der 8B neben mir und ich habe gehört, ihr wart heute in Potsdam. Was habt ihr denn da so gemacht? Wir haben das Barberini besucht. Das ist eine Kunstausstellung und da wurden wir rumgeführt, die Italiener auf Italienisch und wir auf Deutsch und es war sehr interessant. Und danach sind wir zum Holländerviertel gefahren und waren shoppen und haben uns das da angeguckt. Ja, es war sehr schön. Klingt auf jeden Fall spannend. Habt ihr denn Freundschaften mit den Italienern geschlossen? Ja, auf jeden Fall. Wir wollen auch nächstes Jahr das nochmal privat wiederholen. Ja, es hat uns sehr gefallen. Und wie seid ihr auf das Projekt gekommen? War es eher so eine spontane Idee oder hattet ihr schon was dahinter? Sehr spontan, ja, würde ich sagen. Also wir wurden von Frau Priesemuth gefragt, ob wir da mitmachen wollen. Und, ja.
Ja, dann hoffe ich mal, dass nächstes Jahr klappt. Und dann noch einen schönen Abend. Dankeschön. Ja, ich habe jetzt hier Frau Kike neben mir. Und was gefällt Ihnen denn am Projekt? Also, das Tolle an diesem Projekt ist, dass wir bei uns ja Schüler aus zwei Jahrgängen miteinander vereinen und die sich sozusagen im Vorfeld ja noch nicht kannten und jetzt zu einer tollen, super Gruppe zusammengewachsen sind. Dann gefällt mir unglaublich gut, dass wir es schaffen, mit einer italienischen Schule Kontakt zu halten, obwohl die sprachlichen Barrieren ja nicht ganz so einfach sind und die Schüler schaffen es trotz oder mit Hilfe von Englisch, Füßen, Händen, Mimik und Gestik, ja, sich zu verständigen. Und das finde ich halt einfach großartig und hoffe auch, dass sich vielleicht bei dem einen oder anderen so eine kleine Freundschaft entwickelt, ja, über die Ländergrenze hinweg. Wie lange sind Sie denn schon dabei? Ich bin jetzt das zweite Mal mitgefahren. Vor zwei Jahren durfte ich das erste Mal Frau Prisemuth begleiten. Und ja, und in diesem Jahr, wie gesagt, das zweite Mal. Und planen Sie dann auch in den folgenden Jahren mitzufahren? Ich denke ja, wenn sich das so anbietet, dann bin ich gerne bereit, da mich immer wieder mit einzubringen, weil ich es sehr toll finde und ich liebe es, mit Schülern auch mal außerhalb der Schule unterwegs zu sein, weil es halt einfach ganz tolle Erfahrungen mit sich bringt, weil man die Schüler anders kennenlernt, sie einen selbst mal anders wahrnehmen, nicht immer so als na, da ist die Paukerin, sondern halt einfach auch auf einer anderen Ebene und das finde ich total schön. Na gut, dann danke für das Interview und noch einen schönen Abend. Ja, ja, und das war's auch schon wieder mit Pescado TV. Ich hoffe, es hat euch gefallen und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss!